Hallo, nach längerer Zeit darf ich mal wieder ein paar Grüße loswerden. Als erstes möchte ich jemanden grüßen, der zu meinen geografischen Kenntnissen beigetragen hat. Er hat mir nämlich diese Postkarte geschrieben. Aus, tja, IPA-Lautschrift sei Dank, sollte es jetzt glücken, São Miguel. Also, so steht es auf Wikipedia. Auf jeden Fall liegt das auf den Azoren. Das sind Inseln westlich von Portugal im Atlantik. Und ich bin dahingehend jetzt also auch ein Ticken schlauer. Und Jürgen hat mir von dort geschrieben. Er kam mit 3 Jahren dort schon her. Und er bedankt sich sehr für meine Videos und erwähnt gleichzeitig, dass es auf der Insel keine vernünftige Orgel gibt. Ja, das wäre für mich quasi die Vorhölle, aber die Bilder im Internet schauen so verlockend aus. Also Urlaub würde ich dort jedenfalls auch machen. Er schreibt ferner, dass Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1991 mal dort war. Also auch Respekt, ja. Bravo, ich habe was dazugelernt. Außerdem habe ich noch ein kleines Päckchen bekommen. Allerdings hat mir derjenige geschrieben, dass er anonym bleiben möchte, deswegen respektiere ich das natürlich. Aber das habe ich bekommen. Das ist ein Gotteslob rot aus den Bistümern Hamburg, Hildesheim und Osnabrück, was ich im Kanal, glaube ich, mit GGB Nord abkürze. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut und ich habe es auch durchgeackert und habe auch da etliche sehr interessante Sachen schon kennengelernt. Ich mache das immer so, wenn ich ein neues Gotteslob mir kaufe oder bekomme, dass ich dann eine Art Synopse erstelle zum Würzburger Gotteslob und dann Unterschiede und Gemeinsamkeiten und alles Mögliche markiere. Ich schreibe dann hier zum Beispiel die Würzburger Nummer drunter. Ja, also dieser Anhang hat mich durchaus auch überzeugt. Ah, ich kann vielleicht erwähnen, ganz witzig, in Österreich ist es noch schlimmer, aber hier kann ich das mal zeigen. Wir haben ja jetzt Adventszeit. Merkt ihr, dass ich jetzt die Zeit irgendwie überlabern muss, bis ich's hab? Ja, jetzt habe ich's. Hier ist unter der Nummer 723 Tauthimmel den Gerechten abgedruckt. Zweimal nebeneinander. Einmal, wie man es in, das habe ich selber vergessen, Hamburg und Osnabrück singt. Und dann nochmal, wie man es in Hildesheim singt. Ja, in Österreich ist das Ganze übrigens genauso, das ist es auch zweimal nebeneinander und in jeder Fassung nochmal eine Stichnotenfassung drin und dann steht ganz detailliert, welches Bistum da irgendwie welche Melodie und welche Stichnote oder sonst was singen muss. Naja gut, das ist platzökonomisch, warum auch nicht. Wen es interessiert, ich besitze selber gekauft das Gotteslob des Bistums Trier und halte das bisher für meinen ganz großen Favoriten. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Gotteslobe jetzt schon in aller Ruhe durchgesehen und 2, 3 Mal so im Schnellverfahren, weil ich sie mir angeln konnte. Und für mich ist bisher Bistum Trier wirklich der große Favorit. Glückwunsch dorthin. Ich habe es ja nur mal gepostet, aber deswegen sage ich, ich habe auch mittlerweile das Gotteslob aus dem Erzbistum Freiburg, beziehungsweise Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Das hat mir ja mal Stefan mitgebracht, als er mich in Heidingsfeld kurz besucht hat. Auch da gab es ganz nette Sachen drin, obwohl die Freiburger offenbar ziemlich fromme Leute sind, weil wahnsinnig viele Andachten und Gebete da nochmal zu finden sind und ganz viele Vespern gedoppelt sind. Ja, auch das hat bestimmt noch keinem geschadet. Ansonsten Würzburg und Bamberg kennt ihr ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank euch dreien sozusagen für die schönen Grüße. Auch schöne Grüße zurück auf die Azoren nach, nein, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, also es steht ja da, vielleicht soll ich mal Portugiesisch lernen oder Spanisch oder so. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.